Grüße dich! In diesem Video werde ich dir einen Ganzkörperplan vorstellen, der ideal ist, um Muskeln aufzubauen und stärker zu werden. Sollten Fragen aufkommen, schreib sie gerne in die Kommentare, dann klären wir das. Da der Plan auf 2 bis 3 Trainingseinheiten in der Woche ausgerichtet ist, sind im Plan nur Übungen, die vor allem alle großen Muskeln am Körper trainieren und die gleichzeitig immer mehrere Muskeln beanspruchen. Also isolierte Übungen wie Bizeps Curls oder Trizepsstrecken sind nicht im Plan. Das hat 2 Gründe. Zum einen wollen die wenigsten länger als 60 bis 90 Minuten in einer Einheit trainieren. Und bei einem Ganzkörperplan wird man diese Trainingszeit schon alleine für die Hauptübungen brauchen. Und zweitens ist es tatsächlich nicht notwendig, noch isolierte Übungen zu machen, wenn man Trainingsanfänger ist oder möglichst effizient trainieren möchte. Bei den Hauptübungen werden die Arme nämlich immer mittrainiert. Je fortgeschrittener man ist, desto wichtiger werden Isolationsübungen, um weitere Fortschritte zu erzielen, aber in diesem Fall trainiert man dann auch in einem Split-Training. Wenn du Trainingsanfänger bist und es maximal 3-mal in der Woche ins Gym schaffst aufgrund von Arbeit oder Familie, dann empfehle ich dir, diesen Ganzkörperplan zu machen für optimale Resultate. Wieso ist ein Ganzkörpertraining besser als ein Split-Training, wenn man maximal 3-mal in der Woche trainiert? Das verdeutlicht diese Meta-Analyse gut. Ein Muskel 2 bis 3-mal in der Woche zu trainieren führt zu besseren Ergebnissen als einen Muskel nur 1-mal pro Woche zu trainieren. Bei einem Ganzkörpertraining trainiert man jeden Muskel mindestens 2-mal. Bei einem 2- oder 3er-Split-Training, was man nur 1-mal in der Woche macht, ist das dann weniger der Fall. Beim Ganzkörpertrainingsplan sollte zwischen den Trainingstagen immer mindestens 1 Tag Pause sein, um zu regenerieren und letztendlich auch Muskeln aufzubauen. Die Muskeln wachsen nämlich in der Pause. So viel zum Hintergrund, dann lass uns mit dem Plan starten. Zu Beginn ist es wichtig, den Körper erstmal auf das Training vorzubereiten. Ich empfehle dir, mit 5 Minuten auf dem Ergometer zu starten und so das Herz-Kreislauf-System in Schwung zu bringen. Danach geht es ins spezifische Aufwärmen, um die Gelenke und Muskeln auf die vorstehenden Übungen vorzubereiten. Als erstes haben wir da die Band-Pull-Aparts, um die obere Rückenmuskulatur und die Rotatoren aufzuwärmen. Dann geht es mit der Schulterrotation mit dem Band weiter. Die dritte Übung ist das Hüftkreisen. Eine Übung für den Unterkörper. Die zweite Übung für den Unterkörper ist der tiefe Squat im Wechsel mit einer Streckung der Beine. Wichtig ist die ganze Zeit die Zehenspitzen festzuhalten. Das Ganze dauert auch nur 5 Minuten, damit ist man nach 10 Minuten super für das Training vorbereitet. Die erste Übung ist der Inbegriff eines Ganzkörpertrainings und zwar das Kreuzheben in 3x8. Beim Kreuzheben trainiert man fast den ganzen Körper, besonders aber den unteren Rücken, die Po-Muskeln und die Beinrückseite. Grundsätzlich zählt man das Kreuzheben als Unterkörperübung, gleichzeitig ist es aber auch eine sehr gute, wenn nicht sogar die beste Übung, die untere Rückenmuskulatur zu kräftigen. Durch das viele Sitzen heutzutage sind untere Rückenprobleme ja keine Seltenheit. Hiermit beugt man das Ganze direkt vor. Für das Kreuzheben bringt man zunächst einmal die Schienbeine nah an die Langhantel. Dann greift man die Stange etwa schulterbreit und senkt dann den Po Richtung Boden ab. Als nächstes zieht man die Schulterblätter zusammen und schiebt die Brust raus. Von hier streckt man dann zunächst erstmal die Beine, dabei bleibt der Rücken auf Spannung und in derselben Vorlage. Sobald die Langhantel auf Kniehöhe ist, streckt man dann die Hüfte durch. Aus der vollständigen Streckung schiebt man dann die Hüfte wieder zurück, bis die Langhantel auf Kniehöhe ist und von da beugt man dann wieder die Beine. Damit hat man eine Wiederholung. Optional kann man das Ganze auch mit Kurzhantel machen. Als nächstes haben wir die Brustpresse im 3x8, womit die Brust, die vordere Schulter und der Trizeps trainiert wird. Alternativ kann man hier auch das Bankdrücken mit der Langhantel oder Kurzhantel machen. 3 Punkte sind bei der Ausführung an der Brustpresse wichtig. Als allererstes ist es wichtig, die Schulterblätter einmal zusammenzuziehen und nach unten. So ist das Risiko für eine Schulterverletzung sehr stark reduziert und man trainiert somit dann auch die Brust, was ja das Hauptziel ist. Dann empfehle ich dir darauf zu achten, dass die Griffe der Brustpresse auf untere Brusthöhe sind, damit die Schultern nicht ungünstig belastet werden und die Brust maximal in der Übung gefordert wird. Und der dritte Punkt ist es darauf zu achten, dass die Handgelenke gerade in Verlängerung zum Unterarm sind. Die dritte Übung ist für den Rücken und zwar der Latzug im 3x8. Alternativ kann man diese Übung auch am Kabelzug im Untergriff machen. Mit dem Untergriff haben wir den Vorteil, dass wir neben dem Latissimus auch den Bizeps noch gut mittrainieren. Beim Strecken der Arme empfehle ich, den Oberkörper möglichst weit nach vorne zu schieben, um so den Lat zu dehnen, um beim Zug den Oberkörper dann wieder leicht nach hinten zu bringen und die Brust rauszuschieben, um den Lat über die ganze Range of Motion zu trainieren und damit einen optimalen Trainingsreiz zu setzen. Weiter geht es mit der zweiten Übung für den Unterkörper und zwar die Beinpresse. Diesmal liegt der Fokus auf der vorderen Oberschenkelmuskulatur. Gleichzeitig wird aber auch die Po-Muskulatur, die Beinrückseite und die Waden mittrainiert. Als erstes stellen wir die Füße schulterbreit auf dem Brett auf. Die Zehenspitzen zeigen leicht nach außen. Wenn es dann losgeht, ist es wichtig darauf zu achten, dass man mit dem ganzen Fuß ins Brett drückt und nicht nur aus den Fußspitzen oder Fersen.
Außerdem ist es wichtig, bei der Ausführung die Beine nicht vollständig durchzustrecken und die Beine dann auch nur so weit zu beugen, dass der untere Rücken in einer neutralen Position bleibt. Also, das heißt, dass der untere Rücken am Polster bleibt und sich nicht rundet. Ansonsten kann es langfristig schnell unangenehm für die Bandscheiben im Lendenwirbelsäulenbereich werden. Die nächste Übung ist eine vertikal drückende Übung. Hier haben wir das Schulterdrücken im Sitzen im 3x10. Wie der Name schon sagt, wird hierbei primär die Schulter trainiert. Alternativ kann man das Schulterdrücken im Stehen machen oder eine Schulterpresse wählen. Die Kurzhanteln sollten in der Startposition ungefähr auf Ohrenhöhe sein, wobei die Unterarme möglichst senkrecht und die Ellenbogen leicht nach vorne ausgerichtet sind. Beim Drücken bringen wir die Kurzhanteln oben zusammen, lassen die Arme aber leicht gebeugt, um die Spannung auf der Schultermuskulatur beizubehalten. Als zweite Übung für den Rücken haben wir das enge Rudern an der Maschine, auch im 3x10. Die Übung kann man alternativ auch am Kabel machen. Mit dem Rudern in dieser Griffvariante trainiert man den Latissimus, den Trapez und die hintere Schulter. Vor allem den Trapez und die hintere Schultern zu trainieren, hilft der häufig nach vorne gebeugten Körperhaltung entgegenzuwirken und mehr in die Aufrichtung zu kommen. Zu Beginn der Übung ist es wichtig, Spannung in den Oberkörper zu bekommen. Um bei der Durchführung den Trapez und die hintere Schultern auch gut zu trainieren, ist es wichtig, die Schulterblätter mitzubewegen. Bei der Streckung der Arme gehen die Schulterblätter nach vorne und beim Zug gehen die Schulterblätter wieder zusammen. Als nächstes haben wir Weighted Crunches in 3x12, um noch gezielt die Bauchmuskeln zu trainieren. Die Rumpfmuskulatur, also vor allem der untere Rücken und die Bauchmuskeln, sind super wichtig. Die beiden Muskeln schützen und stabilisieren unsere Wirbelsäule und sind bei eigentlich allen Bewegungen, die wir ausführen, immer mitbeteiligt. Deshalb ist es sehr vorteilhaft, eine starke Rumpfmuskulatur zu haben. Bei den Weighted Crunches nimmt man ein Zusatzgewicht und schiebt dieses mit dem Crunch möglichst auf einer geraden Linie nach oben. Bei der Ausführung ist wichtig, darauf zu achten, den Blick nach oben zur Decke gerichtet zu halten und nicht auf die Kurzhantel. So vermeidet man eine extreme Beugung im Halswirbelsäulenbereich. Das ist der vollständige Trainingsplan. Hiermit werden alle Muskeln am Körper optimal trainiert. Entscheidend fürs Muskelwachstum und auch stärker zu werden, ist es, sich über die Zeit zu steigern. Ich empfehle dir deshalb, erstmal die Wiederholungen zu steigern. Das heißt, versuche in den ersten Übungen auf 10 Wiederholungen in allen Sätzen zu kommen, in den 3 folgenden Übungen auf 12 Wiederholungen. Und dann empfehle ich dir, das Gewicht zu steigern und das ganze Schema von vorne zu beginnen. Wenn du Trainingsanfänger bist, dann empfehle ich dir, diesen Plan erstmal mindestens 6 Wochen zu machen und erst dann frühestens einzelne Übungen zu tauschen. Einen Wechsel zu einem Split-Trainingsplan empfehle ich dir, wenn du Trainingsanfänger bist, frühestens erst nach 3 Monaten regelmäßigen Training zu machen. Vorher und auch danach noch kann man wirklich sehr gut Muskeln mit einem Ganzkörpertrainingsplan aufbauen. Das Wichtigste zu Beginn ist ohnehin erstmal, sich koordinativ zu verbessern und die Übungen zu erlernen. Viel Spaß und viel Erfolg beim Training. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Weitere Tipps zum Krafttraining, vergiss nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Video. Ciao.